jetzt bewirbt sich jemand und er gibt keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse an. Ja, ist die Frage, was war das jetzt ein Versehen oder ist das bewusst so geworden? Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Christoph. Ja, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Ja, worum geht's in diesem Video? Ganz kurz. Es ist jetzt das zweite Mal vorgekommen, dass ich hier bei uns im Büro eine Bewerbung bekommen habe. Ja, und jetzt pass auf. Und in diesen Bewerbungen waren weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse. Und hey, ich mache mir dann natürlich auch so meine Gedanken. Ich bin sehr alternativ eingestellt in einigen Dingen und ich stelle mir natürlich auch die Frage, hey, vielleicht ist das ja auch cool. Vielleicht ist das ja auch cool, wenn sich jemand hier bei mir bewirbt oder bei uns bewirbt und er gibt nur seine Postadresse an und keine Handynummer, keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adresse. Ja, und dann überlege ich, okay, ist diese Bewerbung jetzt so außergewöhnlich? Ist das jetzt eine Bewerbung, wo ich sage, yes, ich spring vom Hocker, ich fall hier vom Stuhl. Die ist so außerordentlich, außergewöhnlich, so außerordentlich gut. Natürlich schreibe ich ihm jetzt einen Brief zurück und ja, melde mich zur Einladung eines Vorstellungsgesprächs. Und dann sage ich nein. Also eine Bewerbung, die muss schon so außergewöhnlich sein, als dass es ausreichen würde, nur eine Postadresse anzugeben. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt Sinn macht. So, guck mal, das muss man überlegen. Wir hier im Büro haben dadurch ja mehr Arbeit auch. Ja? Also normalerweise schickt man eine E-Mail oder ja, vielleicht meldet man sich auch mal telefonisch. Und ich weiß, dass ganz viele Firmen das auch postalisch noch machen, aber nein, wir sind eine IT-Firma. Ich mache das nicht per Post. Ich bin jemand, der Papier vermeiden möchte. Ich bin ein großer Freund der E-Mail. Eine E-Mail ist schnell und unkompliziert, hat letztendlich die Vorteile eines Briefes auch und ist vor allen Dingen schnell da. Und es ist unkompliziert. Ja, und jetzt bewirbst du dich vielleicht bei uns und du gibst jetzt keine Telefonnummer und auch keine E-Mail-Adresse an. Ja, ist die Frage, was war das jetzt ein Versehen oder ist das bewusst so geworden? Ja, das ist halt die Frage. Also hast du das vielleicht bewusst so gemacht oder ist das einfach ein Versehen? Wenn es ein Versehen ist, okay, ich drücke dir die Daumen, dass du das rechtzeitig merkst und dich vielleicht doch nochmal bei uns meldest. Andernfalls landet diese Bewerbung leider auf dem Müll. Das tut mir leid. Mich würde an dieser Stelle einfach mal deine Meinung zu dem Thema interessieren. Du wirst dich auch sicherlich schon das eine oder andere Mal bei einer Firma irgendwo beworben haben. Und ja, gibst du vielleicht auch keine Telefonnummer an? Gibst du vielleicht auch keine E-Mail-Adresse an? Und wenn ja, warum? Und generell, wie siehst du das überhaupt? Wenn jemand sich bei einer Firma irgendwo bewirbt, es ist ja am Ende egal, wo man sich bewirbt, ist das denn richtig? Also was ist so deine Meinung zu dem Thema, wenn du über diese Sache mal nachdenkst? Man muss ja mal überlegen, so eine Bewerbung kommt ja dann an und jetzt muss man sich als Firma natürlich auch darum kümmern. Ja? Also es macht ja mindestens eine Person. Ja? Manchmal machen es sogar mehrere. In größeren Firmen landen diese Bewerbungen teilweise auf mehreren Tischen. Ja, werden natürlich vorsortiert und landen auf mehreren Tischen. So, und das ist auch mit Arbeit verbunden. Also keine Frage, das ehrt dich, wenn du dich bewirbst irgendwo, aber es ist halt auch mit Arbeit verbunden. Also ich weiß, dass es ganz, ganz viele Firmen da draußen gibt, die zum Beispiel auf viele Bewerbungen gar nicht mehr reagieren. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Das ist auch gar nicht mehr einfach, Herr der Lage dieser Flut heute von E-Mails und von Post noch zu werden. Das heißt, du brauchst eigentlich fast immer einen eigenen Angestellten, einen eigenen Mitarbeiter, der sich den ganzen Tag darum kümmert. Aber mal so deine Meinung zu dem Thema. Jetzt bewirbt sich jemand und er gibt keine Telefonnummer und keine E-Mail-Adresse an. Findest du das okay? Würdest du erwarten, die Firma meldet sich per Brief, per Post zurück? Oder würdest du vielleicht sagen, nee, wir leben im Jahr 2020, das ist vollkommen okay, wenn man eine E-Mail zurückbekommt? Das ist so die Frage, ja? Weil ich erwarte hier bei uns im Prinzip eigentlich nur noch Online-Bewerbungen.
Ja. Und ja, wie siehst du das Ganze? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare rein. Ja, natürlich freue ich mich immer über eine Bewerbung, keine Frage. Ganz klar, wenn du interessiert bist, eine Ausbildung zum Fachinformatiker machen möchtest oder du möchtest hier wirklich arbeiten oder du bist vielleicht Student und suchst nach einem Nebenjob oder. Ja, zeig, wer du bist, zeig, was du kannst. Ja, sei anders als die anderen. Bewirb dich bei uns und ja, ich freue mich. Ich freue mich über dein Feedback hier unten in die Kommentare rein. Ja, wenn dir das gefallen hat, gib dem Video gerne mal einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Damit unterstützt du natürlich mich und mein Team. Ja, noch mehr unterstützt du uns, wenn du gleichzeitig den Kanal hier unten abonnierst. Ja, damit garantieren wir, beziehungsweise garantierst du letztendlich auch, dass wir in Zukunft weiterhin coole Videos machen können. Coolen Content vielleicht produzieren können von Themen, die dich vielleicht sogar interessieren. Dazu gerne ein Feedback in die Kommentare, wenn du sagst, Mensch, ich habe da das ein oder andere Thema, was mich interessieren würde. Ja, wenn du denkst irgendwie das Video, Mensch, da kenne ich jemanden, für den wäre das interessant, leite dem das doch gerne weiter. Ja, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, Mensch, das Thema wäre bestimmt richtig cool für ihn, der Kanal wäre bestimmt interessant für ihn. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit. Freue mich über dein Feedback. Wünsche dir einen coolen Tag und ja, du merkst vielleicht gerade, es ist sehr, sehr stürmisch da draußen. Ja, man hört hier gerade wahrscheinlich während der Aufnahme, wie windig das da draußen gerade ist. Ja, und ich hoffe, du bist vom Sturm verschont geblieben. Wünsche dir alles Gute, einen coolen Tag und ich freue mich, wenn wir uns beide in meinem nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis bald. Dein Christoph.